ja, wir sind wieder da. Hey Leute, einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch. Oh wow, ich sehe gerade, da muss man noch ein bisschen was, ne? So, jetzt ist das besser. Freunde, wir sind wieder da bei The Witcher. Ist schon eine ganze Weile her, ne? Also ich weiß nicht wie lange, aber 1,5 Monate bestimmt. Das Let's Play läuft zwar auf YouTube mehr oder weniger konstant oder, ne? Whatever, aber in den Streams, naja. Heute, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Geralt. Come on, bro. The fuck? Hebt da einfach die Faust, Alter. Das wollte ich nicht, versprochen. So, was wir heute vorhaben. Wir gucken mal ins Questlog rein. Das Let's Play geht ja jetzt schon eine Weile, ne? Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich das DLC noch machen soll, ne? Ob ich das DLC noch quasi mitspielen soll oder whatever, weil das Let's Play einfach schon wirklich, wirklich eine Weile lang dauert. Aber so viele von euch haben darauf geantwortet, yo, macht das bitte weiter. Und von daher ist es, glaube ich, ist die Sachlage, glaube ich, klar oder ist euer Wunsch, glaube ich, klar. Aber gut. Wir werden jetzt erstmal das Hauptspiel beenden und dann nochmal reingucken. So, wir haben jetzt auf jeden Fall verschiedenste Hexeraufträge. Und ich glaube, heute kümmern wir uns mal wieder um die Hexeraufträge. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, Story gemacht. Schatz suchen müssen wir nicht mehr. Ich bin relativ zufrieden mit unserer Rüstung. Ich finde, damit kann man gut durchs Spiel gehen für den Moment. Nebenquests haben wir nicht mehr wirklich, ne? Wir haben leider nur noch irgendwelche Gwent-Geschichten oder das mit dem Boxen und das, I don't know, man, I don't know. Oder irgendwelche Rennen, aber ansonsten, ne? Genau, die Quest hier ist verbuggt, dann hier haben wir nur noch die Fäuster-Dingens, ja. Okay. Ich finde es schade, dass man Quests nicht löschen kann, weil somit, ne, das verwirrt einfach nur. Gut, ich würde sagen, das Bienenphantom in Novigrad, wir befinden uns sogar in Novigrad gerade, ne? Frag Holofernes Meiersdorf nach dem Auftrag zum Bienenphantom. Wir haben Bienenphantom, wir haben den Auftrag Drache. Wir haben der Meistgesuchte von Skellige und dann haben wir noch der vermisste Bruder und die Kreatur im Wald, die aber vom Level her ein wenig hoch zu sein scheinen. So. Again, ich sage es nochmal für alle, die neu sind hier auf Twitch. Wenn ich Story-Let's Plays mache wie The Witcher oder was auch immer, ne, wo wir viel Wert auf die, auf die Atmosphäre legen und auf den Spielfluss und whatever, ne, auch was auf YouTube hochgeladen wird als Let's Play. Ich habe keine Alerts dafür. Oh, hier ist noch eine verfügbare Quest, die würde ich gerne noch mitnehmen. Aber komm, zuerst machen wir das da oben. Wir, ach, Alter, was? Wir haben wieder so viele Quests hier. What the fuck? Es gibt keine Alerts. Vielleicht mache ich irgendwann mal passend zu Let's Plays irgendwelche sehr unterschwelligen Alerts oder irgendwie ne, Alerts, die passen, aber nicht was die Spielaufnahme oder generell einfach das Gameplay extrem stören oder unterbrechen würde. Ich glaube, da verstehen alle warum. Ich werde allerdings während jeder kleinen Pipi-Pause oder was auch immer, immer die ganzen Sachen vorlesen, ne? Egal ob es Donations oder Subscriptions waren, also macht euch keine Sorge, ich werde auf alles eingehen und ich werde mir alles durchlesen, aber eben erst in den Pausen und nicht während des Gameplays bei solchen spannenden Geschichten, weil ich euch einfach, I don't know, weil ich einfach finde, dass es so schöner ist. Gut, natürlich zählt das aber dann auch nur für die Story-Let's Plays, nicht für die Shiny Hands oder nicht für whatever. Na. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier. Sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe.
Das Bienenphantom. Wie immer müssen wir handeln. Wir handeln den Preis ein bisschen hoch. By the way, das Ganze betrifft nicht nur die Alerts, sondern auch den Chat. Ne? Normalerweise bin ich ja immer offen. Also wenn wir Shiny hunten oder Just chatten oder so, könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Ich gehe auf jedes Thema ein. Ich beantworte alle Fragen und whatever. Aber bei Story-Streams würde ich es bevorzugen, wenn wir auch im Chat nicht über andere Dinge sprechen oder nur am Rande vielleicht. Ich werde jetzt niemanden bannen oder whatever deswegen, aber ich glaube, es ist einfach schön fürs Spiel und produktiv für die ganze Geschichte, wenn wir auch im Chat übers Spiel reden. Also fragt mich bitte nicht in Witcher-Streams, wann wieder XY kommt oder so, sondern wenn ihr Kommentare schreibt, dann schaut, dass sie auch um The Witcher handeln. Wie du willst. Oder zumindest das, was wir gerade besprechen. Sind wir ohnehin geliefert. Also abgemacht? Ab. Ne, wenn wir irgendwie darüber reden, keine Ahnung, damals waren die Menschen so und dann sagt einer, ja, so und so und so. Ne, einfach zum Thema und nicht komplett off-track irgendwas, was nichts mit der Sache zu tun hat. Dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Bro, neben dir steht ein Typ mit haarigen Füßen, Alter, der aussieht wie ein Hobbit. Deine Arbeiter was gesehen? Und er sagt, es gibt kein Bienenphantom. Ich hab die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein, er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Wen kannst du mehr leiden, Triss oder Yennefer? Ich meine, du meinst, wen kannst du weniger leiden? Nee, tatsächlich finde ich beide wack. Aber Yennefer ist schon sehr, sehr von sich selbst überzeugt, ne? Der tote Landarbeiter, was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen. Alter, Geralt, bist du jetzt... Bist du jetzt etwa Logan Paul? Wo ist das? Er würde gerne die Leiche sehen. Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang, folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder trifft, erscheint das Phantom. Schindluder? Die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Bist du auch aus Temerien geflohen? Du siehst nicht gut aus. Bro, mit Leuten, die Haare auf den Füßen haben und mir sagen, dass ich nicht gut aussehe, mit denen rede ich nicht. So, Franklin Meyersdorf. An die Quest kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern. Ich glaube, die habe ich nie gemacht. Es ist einfach ein normales... Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Geralt, natürlich hat es Spuren hinterlassen. Du bist doch The Witcher. Frost bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Ah, und hier liegt Blut. Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Ich kann mich erinnern, am Anfang von der Story warst du von Yennefer sehr überzeugt. Ich kann mich an andere Sachen erinnern. Halbling. Die heißen halt auch Halbling, ne? Oder Halblinge. So, führen die Spuren ins Wasser? Scheinbar. Huh. Okay. Es muss irgendwas geben, was wir hier noch übersehen haben. Vielleicht. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Scheinbar nicht. Ja, dann ist er ein halber Hexer. Aber eben nur ein halber. Gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich wünschte, ich hätte den Job von Geralt. Einfach so random so ein bisschen ins Wasser abtauchen und so. Dort drüben sind irgendwelche Biester. Ja gut, es hört sich an nach Ertrunkenen. Ich glaube nicht, dass wir hier fündig werden. Wobei? Oh, hier gehen die Spuren aber weiter. Okay, wir lassen die Ertrunkenen einfach mal
vor sich hingurgeln. Ah ja. Interesting. Oh. Was ist das? Ist es ein Höhleneingang? Oh. Okay, und darüber steht ein Haus. Das bedeutet für mich... Ah ja, Zwergenschnaps. Wir haben die Halblinge, Ostern gefeiert, scheinbar. Schauen wir uns den Hasen mal an. Please, Geralt, stirb jetzt einfach nicht, wenn ich hier runterspringe. Die Hälfte des Lebens? Digga, bist du wahnsinnig? Ey, Geralt und Fallschaden, ne? Also das muss mir mal einer erklären, wie das funktioniert bei dem Dude. So, dann, nein, nicht das, sondern wir meditieren. So, Leute, seid ihr bereit für diesen Dungeon? Ich glaube, wir kommen gar nicht da rein, ne? Oder doch? Müssen wir den Lachs aufspringen? Nicht, nein, scheinbar nein. Hä? Abgeschlossen. Oh. Ein Schlüssel benötigt. Ah ja. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ich meine, das wäre jetzt mega gemein, wenn der Schlüssel in irgendeinem dieser Dinger hier versteckt wäre. Von daher, ich gehe eher weniger davon aus. Wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, dass du mir Begeisterung für The Witcher geweckt hast. Mittlerweile habe ich die Hauptstory von The Witcher 3 durch und die Serie gesuchtet, lese das letzte Buch. Holy shit. Du kannst dir also vorstellen, wie viele Stunden ich mit Geralt und Plötze verbracht habe. Und Fallschaden ist einfach bescheuert. Krass, Animal Crump. Heftig. Hast du Witcher vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, oder? Oh. Hier werden Bäume, so werden Bäume doch gelagert, oder? Mit der Erde und so. So, hier gibt es noch einen Brunnen. Aber hier kann man auch nicht rein. Der ist abgesperrt mit Metallgittern. Das heißt für mich, ich komme momentan nicht hier weiter, ne? Das Ding, das ist abgeschlossen. Geralt kann mal wieder die Tür nicht aufmachen, obwohl er das einfach, ne, aufsprengen könnte so. Aber ja, gut. Gibt es noch weitere Items? Alter, okay. Aber ich glaube, das sind nur Zutaten. Ja, das sind nur Zutaten hier. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Deswegen ist der Quest-Dingens auch noch da hinten, ne? Aber egal, wir markieren uns diesen Ort auf jeden Fall mal. So. Hast du den Stream auf 18 gestellt? Nope, tatsächlich nicht. Lol, ich habe tatsächlich den Anfang der... Ich möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Das ist ganz schön schwer. Ja. Ich habe den Anfang der Spur nicht angeklickt, okay. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnet. Oh, Hallöchen, Guys. Oh, ich habe mal wieder das falsche Schwert. Warte mal, wie war das noch gleich? Ah, ja, genau. Ich hab nur noch Ys am Start, ne? Bro, Geralt, jetzt mach mal, komm. Mach mal nicht diesen, bitte. So. Gut. Ich muss mich immer wieder dran erinnern, welche Monster jetzt, ne? Hier, das Silberschwert ist halt rechts, okay. Gut, ich würde sagen, wir nehmen Quen hervor. Oh, okay.
Aber ich mache halt trotzdem 1000 Schaden mit schnellen Schlägen. Ne? 1900. Also wenn halt so ein Y-Schlag nicht das Dreifache an Damage macht, dann empfinde ich das irgendwie nicht als genug. Weil schnelle Schläge sind halt schon schnell. Ne? Und die Y-Schläge sind super slow. Naja. Wenigstens kann man damit aufladen. So. Ja, wir wissen ja schon, wo das ungefähr hinführt. Genau, hier gehen die Spuren hin und hier verschwinden da sie dann. Ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Ah ja, auf einmal, Geralt. Okay. Alright. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Also, das war vorher abgeschlossen, ne? Wehe, das ist jetzt einfach auf. Okay, nein, er klatscht. Okay, gut. Ich dachte gerade, der geht jetzt einfach rein. Hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Okay. Ja, Geralt, mach doch erstmal die Tür auf, bevor du das Schwert zückst, Junge. Hallo? Öffne den Keller. Ja, wie denn? Open Sesame! War nicht letztes Mal die Session bei The Witcher, wo wir einfach nur komplett lost waren? Ey, bin ich dumm? Also, ich bin gerade echt... Stehe ich irgendwie gerade auf dem Schlauch? Der hat uns doch gerade jetzt den Schlüssel, nehme ich mal, angegeben, oder nicht? Mit Magie, meint Imperial. Ich meine, das habe ich vorhin schon probiert. Aber er hat doch gerade gesagt, dass er den Schlüssel hat. Und jetzt steht da, öffne den Keller. Ich kann den Keller nicht öffnen. Da. Oh. Hä? What the? Okay. Ich habe fünfmal. Oh. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Hey, Junge, Junge. The fuck? Wo ist der? Da! Da ist er! Hey! Besiege den Hund der wilden Jagd. Ich wollte mich da noch umsehen! Goddammit! Okay, Plötze, du bist das langsamste Pferd ever, Alter. Komm, let's go. Ja, Bruder, wie wär's, wenn du's haust? Ey, ich wollte doch noch da nach looten! Geralt, ich wollte looten! Also, entweder bin ich gerade zu dumm oder das ist geskriptet, dass man den hier nicht umbringen kann. Ah ja, jetzt kann ich... Ah ja, okay. Hat er mir gerade die Hälfte des Lebens abgezwackt, Alter? What the... Oh my goodness. Was war noch gleich? Absurd, Alter. Und eine Katze. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Holy shit, Digga. Ey, der hat mich gerade einfach so fast getushottet, ne? Bräh.
war der so strong? Das ist eine Ultra-Noob-Quest. Okay. Moment. Was wollte ich noch machen? Ach, genau. Ich wollte mein Inventar mal angucken. Was haben wir da für blöde Tränke, Alter? Also, der eine, der heilt. Okay, die verbesserte Schwalbe. Wobei das echt low ist, was der heilt, ne? Dann haben wir hier, erhöht die Angriffskraft, verlängerte Wirkdauer. Katze, Vergiftung, Sichtradius. Das ist einfach nur, damit man in der Nacht was sehen kann. Und das ist Vergiftung, Vitalität, 60%. Oh, okay, der Absud heilt einfach einen großen Chunk. Und das regeneriert über 20 Sekunden. Okay, verstehe. Lol, der Fuck. Ja gut. Hol dir die Belohnung des Dingens. Weiß einer im Chat zufällig, ob in diesem Keller noch irgendwie Loot war oder so? Hä, warte! Halt! Okay, Moment. Hier komme ich direkt zurück. Komm direkt wieder. Ah, das war sowieso der Ort, wo ich eigentlich nachher direkt hin wollte, ne, mit der Quest. Schweinehunde, irgendwas geklaut. Okay. Verstanden. Wie ist das gelaufen? Hast du das Phantom vertrieben? Lunke! Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Ehre! Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. 12 Erfahrungspunkte, geil, Alter. So. Milady. Oh, Janina. Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hm? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Oh Gott, Leute. Ich kann dir helfen. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter. Da nehme ich nicht viel. Papalapap. Nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du es doch vom Lebendigen. Aber ich habe ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monsterspuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen gegangen. Ah ja. Und sag mir nicht, wie der Klugscheißer Josef aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Ah ja. Werwölfe scheinbar. Aber das wäre ja zu einfach, oder? Das wäre doch zu einfach. Warum kann es nicht der gleiche Hund sein, der auch die Bienenstöcke da drüben kaputt gemacht hat? Ich meine, das ist literally nebenan. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Ja, das ist halt irgendein Dude, der hat sich halt Wolfsstiefel gemacht. Also, ne? Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Aha. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Da hat jetzt, no joke, jemand sich Schuhe gemacht, die wie Wolfsspuren. Da hat irgendein Dude Wolfsschuhe gemacht, damit man denkt, die Wölfe stehlen. Vorsicht, Peter! Er hat ein Schwert!
ein Soldat. Der Kinder? Ist nicht lebend. Ich tue euch nichts. Was machst du dann hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. By the way, wie ist nur die Lautstärke für euch? Wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Woher kommen die Wolfsspuren? Ja, das würde mich interessieren. Mama hat mal einen Wolf erlegt und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Lol. Ihr überlebt, indem ihr von anderen klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen? Die Oma? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Oh mein Gott, hat Geralt gerade... Versteht ihr, was Geralt gerade gesagt hat? Die Kleine hat gesagt... Ne? Wir machen uns hier... Stöcker und einen Unterschlupf und... Wir werden nie erwachsen. Und Geralt meint nur... Yo, das ist noch der... wahrscheinlichste Teil. Das heißt, dass Geralt glaubt, dass die kleinen Kinder sterben und nie erwachsen werden. Ne? Dass das Erwachsenealter nicht mehr erleben. Und die Kinder denken, oh, wir werden nie erwachsen, Peter Pan. Und Geralt so, ja, ihr werdet alle verrecken. Überzeuge die alte Frau, die Kinder aufzunehmen. Dachte ich doch. Ey, Leute, ich bin einfach ein Genie. Versteht ihr? I call everything. Sogar bei The Witcher. Wo... die Missionen nicht obvious sind, wie in anderen Spielen. Ich call es einfach. Gewusst, dass das irgendein Mensch ist, der irgendeine Wolfstatze oder Schuhe verwendet. Und ich wusste, dass die Oma die Kinder gleich aufnimmt. Und Hexer, was gibt's? Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden. Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und, sind sie auch auf Wölfen geritten? Da sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Nimm sie doch bei dir auf, dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Ja, du hast schon Liebe. Aber, und Dankbarkeit. Tja, ich denk mal drüber nach. Oh, siehst du? Vor allem, weil dein Mann ja scheinbar gestorben ist. Ein leerer Stall. So, ja, das war doch cute. Eine kleine, süße 2-Minuten-Quest. Aber ich bin jetzt ready für eine weitere übertrieben krasse Forger-Quest. Anwesen der Wegelboots. Und da gibt's noch eine Quest, ne? Und hier oben gibt's auch noch Quests bei Yantra und so. Boah, Digga. Dann würde ich aber einfach mal sagen, gehen wir mal in die Richtung, oder? Da können wir hinreiten von hier aus. Komm schon, Plätze. Komm schon, Plätze. Let's go. So, okay. Mal gucken, was hier noch so abgeht. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Der weiß schon, wer der Playerboy ist, ne? Jungs. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe. Ah ja. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel. Aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Naja, so wie ich das sehe, wollte der Junge gerade seine Frau vor mir verteidigen, Alter.
Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Ah ja. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertrand zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertrand tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Du weißt nicht, was gefährlich heißt, Brudi. Gefährlich ist mein zweiter Nachname. So, die Leute gehen jetzt alle in die Häuser rein und... verschanzen sich. Und wir müssen warten, bis Kleinrots Bande am Abend angreift, scheinbar, okay? Ganz schön kalt geworden. Ja, dann geh rein. Ich frage mich, wo ich mich... Was sehe ich aus wie? Sehe ich aus wie ein Flüchtling? Ja, scheinbar schon. Ich hab was gehört. Ich verstecke mich in der Gasse hier, in der dreckigen. Und ich werde hier warten. Alter, was macht die da drin? Ach, sie scheuert den Boden. Natürlich. Gute Frau, gute Frau. So. Abend. Das ist Abend. So. Ist 21 Uhr ist Abend, oder? Schafft eure Frauen weg, da kommt eine Hexer. Okay. Also noch sehe ich keine Banditen. Aber 21 Uhr ist doch abends, oder nicht? Oh. Die Feiglinge verstecken sich. Pissen sich wahrscheinlich gerade ein. Wir sind wegen Bertram hier. Liefert ihn aus. Dann geschieht euch nichts. Die kloppen jetzt überall, ne? Je schneller ihr ihn rausrückt, desto Bertram, besser für euch. Wir kommen dich holen. Was hat denn dieser Bertram gemacht, Alter? Aufmachen! Je schneller ihr ihn rausrückt. Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Bruder, wie sieht die denn aus, Mann? Das ist ja Rotkäppchen. Angeblich hast du viel mit Monstern gemeinsam. Haben sie. Um sie gegen Monster zu verteidigen. Und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Oh, blablabla. Dafür hältst du also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram. Dann geschieht sonst niemandem was. Das wüsste ich jetzt auch gerne. Dass du Rache willst. Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Okay, er ist ein Snitch, aber du bist trotzdem ein Bandit. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Oh, okay, Leute. Livestream-Chat, was sollen wir tun? Sollen wir Bertram verteidigen, der sie gesnitcht hat? Und sollen wir sie den Bertram umbringen lassen? Oder sollen wir Bertram verteidigen, den ich ehrlich gesagt nicht gerne verteidigen würde? Weil sie sagt ja, wenn wir ihr Bertram geben, wird niemand anders zu Schaden kommen. So müssen aber sehr viele Menschen sterben. Aber wiederum sind es Banditen. Was ist hier richtig, Leute? Einen Menschen töten dafür, dass sie gesnitcht hat? Dafür hilft man den Banditen,
rettet aber die Dorfbewohner oder man tötet alle Banditen, die auch Menschen sind, aber es sind halt eben Banditen und lässt eine Snitch leben. Bertrand weg, liefer ihn aus. Leute, wisst ihr was? Wir machen kurz eine Abstimmung im Chat. Okay. Was soll also passieren? Die Abstimmung ist durch. Und wir haben 75%, die Bertram ausliefern wollen. What? Okay. Und 25% wollen ihm helfen. Okay. Ja gut, der Chat hat gesprochen, ne? 38 Stimmen zu 13. tun, was du tun musst. Ich stehe dir nicht im Weg. Tu, was du tun musst. Gute Entscheidung, Hexer. Siehst du? Schnell und schmerzlos. Das ist für dich, für dein Verständnis. Auf geht's, ein Erfahrungspunkt. Wow. Wow. Toll. Oh, 20 Kronen. Für ein Leben? 20 Kronen für ein Leben. Okay. Ja, ich wette, all deine Banditen wären 20 Kröten wert gewesen, ne? Ja gut, jetzt haben wir halt einen Dude ausgeliefert, ne? Hast du uns jetzt das Dorf für immer? Ich meine, ich komme damit klar. Aber... okay. Das war die Entscheidung jetzt. Ich dachte, da passiert irgendwie noch was. Aber whatever. Gut. So, hier haben wir noch direkt die nächste Quest. Hier im Wald. Da kann man mal zu Fuß hin. Ah, Leute, ich wäre so gerne mal auf so einem Feld, ne? In den Hügeln von Buchholz hat sich eine Teufelsbrut eingenistet. Die Bestie tötet Menschen und Vieh auf dem Weiden. Wir müssen also die Reihen unserer Dorfwache stärken. Auf dass nicht nur all unsere Rinder, Schafe, Großmütter und Säuglinge dahingerafft werden. Gesunde Männer mit vollzähligen Gliedmaßen und ein wenig Verstand mögen sich im Hauptquartier der Wache einfinden. Ah ja. Alter, guck mal, wie man einfach den Turm da hinten in der Ferne sieht, ne?